In der letzten Folge. Du hast es geschafft. So. Und damit herzlich willkommen zu Stellar Play. Wir haben eine Hyperzelle gefunden. Als hätte man es für uns absichtlich hier platziert. Es wird immer seltsamer. Bin gespannt. Spielen wir es ab. Und warum sollte ich jemanden Vermächtnis überhaupt platzieren? So unabhängig davon, dass da jetzt irgendwelche... Die kennen wir ja schon. Tag 78 nach dem zweiten Absprung, 8. Aufzeichnung. Vermächtnisbericht Raven. Ich fand wichtige Aufzeichnungen zur Geschichte der Menschheit. Ein Krieg, der von Mothers 4 entfacht wurde, besiegelte bekanntermaßen das Schicksal der Menschheit. So wurde die Erde zur Heimat der Androades. Die Androades ernannten sich zur neuen menschlichen Spezies. Jo, wir haben es schon gedacht. Menschen machten unter der Führung der Mothers 4 enorme Fortschritte, die die gesamte Menschheit voranbrachten. Und die überlebenden Menschen, die echten Menschen, retteten sich in eine unterirdische Einrichtung. Angeführt von Raphael Marx warteten hier einige in dieser Einrichtung auf eine Gelegenheit zum Gegenschlag. Dort entwickelten sich die Menschen weiter, um genug Kraft zu haben, sich den Androiden entgegenzustellen. Das Ergebnis von Gentechnik und einer schnellen Evolution. Wesen, die alles verloren haben, abgesehen von ihrer Stärke und ihren Überlebensinstinkten. Oh nein. Sie wurden letztendlich zu Monstern. Die Monster, die wir bekämpfen, sind die Natives. Oh nein. Natives. Das waren Menschen. Die wir bisher getötet haben. Das waren alles Menschen? Ich kann es nicht glauben. Aber diese Produktionsstätte wurde eindeutig für Natives errichtet. Wenn die Natives Menschen waren und wir die gegen die Menschen kämpfen, dann sind wir... Androades? Sind wir Androades? Diese Kreaturen wurden erschaffen von keiner anderen als Mothers 4. Nein, wir sind Menschen. Mit vollkommenen Körpern im Einklang mit Maschine und organischem Gewebe. Die Natives aber sind unvollständig, denn sie bestehen nur aus organischem Gewebe. Tja. Sie können sich nicht an verschiedene Umgebungen anpassen. Sie können nicht mal im Weltall überleben. Tja. Aber was, wenn wir dazu erschaffen wurden, solche Fehler zu beseitigen? Wow. Aber warum hat Mothers 4 uns das vorenthalten? Ich muss nachdenken. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier allein zu einem Ergebnis kommen. Ich halte es für das Beste, wenn wir das alles mit Orkel besprechen. Ja, tun wir das. Kurze Info aus dem Off, falls ihr euch jetzt wundert. Es gab einen Stromausfall und ich musste ein bisschen improvisieren.
Du bist hier. Exzellente Arbeit. Hey, Eve. Ich mach das schon mit der Hyperzelle. Okay. Ich spüre, du würdest mich gern etwas fragen. Vermutlich warst du in der Bibliothek in Levoir. Wir möchten die Wahrheit erfahren. Ja, das ist eine lange Geschichte. Wir sind sicherlich menschlich, doch das war vor nicht allzu langer Zeit noch nicht der Fall. Es ist wahr, dass jene, die vor uns hier waren, verantwortlich für die Erschaffung von Mother's Fear sind. Die, die wir heute als die letzten Menschen bezeichnen. Sie erschufen uns, die Androides, mit Hilfe von Mother's Fear. Und für eine Zeit lang lebten wir in einer Art Symbiose zusammen. Dann sind wir Androiden. Wir wurden erschaffen. Nur, wieso? Wieso hat Mother's Fear... Niemand kennt den Grund. Doch irgendwann traf Mother's Fear eine Entscheidung. Das Überleben der Menschheit hing von einer Neuorganisation der Spezies ab. Und dieser Konflikt führte zum Krieg. Letztlich zur Auslöschung der überlebenden Menschen. Oh nein. Unmöglich. Oh nein. Die wenigen, die der Zerstörung entkamen, zerstreuten sich. Doch einigen gelang es, in den Ruinen Unterschlupf zu finden. In Levoir. Ursprünglich gedacht als eine Einrichtung, in der die Menschheit genetisch weiterentwickelt werden sollte. Die Lebensspanne der überlebenden Menschen war nur sehr kurz. Diese Einrichtung war die Geburtsstätte dessen, was wir heute als Netivas bezeichnen. Die Aufzeichnungen im Vermächtnis sind allesamt wahr. Wir führen schon die ganze Zeit einen Krieg gegen unsere Vorfahren. Nun, mein persönlicher Link hat sich auf einen ziemlich großen Bereich ausgedehnt. Der nächste Alpha Netiva ist nicht auf der Erde zu finden. Also... Was habt ihr jetzt vor? Aber das ändert nichts daran, dass Netivas unsere Feinde sind. Na schön. Wir haben viel erreicht. Wir geben nicht auf und öffnen das Nest mit dem Omega-Kern. Gib mir den Standort des Alpha Netivas. Wie du wünschst. Wenn ihr wiederkehrt, erzähle ich euch den Rest der Geschichte. Okay. Aber vermutlich wäre es besser, das direkt aus dem Mund des Ältesten zu hören. Des Ältesten Netiba? Schon, oder? Also die Schlussfolgerung ist natürlich geil. Wir bekämpfen unsere eigenen Vorfahren. Das ändert nichts daran, dass wir Feinde sind, ne? Och Mann, eigentlich solltet ihr, wenn ihr im Weltall überleben könnt, ja, solltet ihr euch vielleicht wirklich eine Kolonie suchen. Heißt das, du verlässt uns? Ich werde nach weiteren Informationen suchen. Verstehe. Das nächste Ziel ist der Orbitlift. Am Ende des Orbitlifts muss sich der Alpha Netiva aufhalten. Wie am Ende des Orbitlifts? Du meinst im Weltraum? Ja. Das meine ich. Orbitlift Nummer 4 hat bis vor kurzem noch gut funktioniert. Aber dahin zu kommen wird nicht leicht. Dort wimmelt es schon lange nur so von Netivas. Ich denke mir mit Hilfe der Kartendaten einen Infiltrationsplan aus. Eve, du und Lily solltet gut vorbereitet sein, bevor ihr aufbrecht. Ey. Ich finde das gerade moralisch extremst schwierig, ja. Geht zum Unterschlupf. Okay. Was haltet ihr davon? Wenn ihr entdecken würdet, ihr seid die Eindringlinge und die Spezies, die ihr vernichten wollt, wehrt sich einfach nur. Ah.
Okay. So. Schon besser. Dann... Neues Outfit, neue Einstellung. So, lasst uns jetzt mal endlich Menschen klatschen. Ach man, ich finde das so ultra traurig. Was für eine Story sollen da noch kommen, ja? Außer, dass wir gemäß... Auch schon, okay. Dass wir gemäß unserer Programmierung reagieren und agieren. Andererseits, was erwartet man schon von einer Spezies, die einfach nichts mit Menschen zu tun hat, ja? Wir sind einfach eine idealisierte Form von einer Spezies, die es früher mal gab. Ein schwarzes Gut. Okay, haben wir hier alles? Ah, sieht gut aus. Na gut. Dann? Lily, weißt du, wo Adam steckt? Gerade eben war er noch hier. Ich bin sicher, er taucht bald wieder auf. Wir könnten doch so lange das Körpergerüst checken. Also, Eve, weil du eine ganze Menge an Körperdaten gesammelt hast, können wir jetzt die Energie der Körperzelle verteilen und deine Offensivkraft erhöhen. Okay. Die Belastung wäre größer, aber wir könnten die Anzahl der Sockel erhöhen für eine zusätzliche Exospine. Hm. Das wird bei einem Kampf nützlich sein. Bitte kümmere dich leicht darum, Lily. Jupp, geht los. Das piekst jetzt vielleicht. Das hier muss ich nur kurz... Da, fertig. Okay. Danke dir, Lily. Vielen Dank. Exospine-Sockel-Erweiterung. Okay, wir haben einen neuen Sockel freigeschaltet. Wie cool. Ja, dann schauen wir mal, was wir da reinsetzen. Aha. Impact. Crit-Rate um 9,5% erhöht. So. Modifikation, festgelegter Schaden. Wir nehmen einfach 100% mehr Gold. Okay, so Beta-Energieaufladung. Angriffskraft ist an und für sich auch cool. Bist du schon so weit und willst los? Mhm. Bin fertig. Okay. Und du, Lily? Wir werden der Kolonie so nah sein. Das muss ich erstmal verarbeiten. Zerbrech dir nicht so den Kopf. Eve ist diejenige, die im Weltraum sein wird. Du und ich warten beide brav im Tetrapod. Ich weiß, aber... Hey, wir sehen, was sie sieht. Also macht die Distanz kaum einen Unterschied. Okay? Dann los. Eve, kleiner Reminder. Es geht in den Weltraum. Die Reise nimmt etwas Zeit in Anspruch. Du solltest daher sicher sein, dass du alles in Zion erledigt hast, bevor wir aufbrechen. Ja. Adam, wartet. Hä? Hä? Was ist denn los? Ich habe eine Bitte. Ich würde gern einen Ort besuchen, bevor wir aufbrechen. Aha. Welchen? Können wir einen Zwischenstopp bei Aedes Nine einlegen? Bitte. Klar, gar kein Problem. Darf ich fragen, wieso? Da ist eine Werkstatt. Dort habe ich mich versteckt.
Und von da will ich unbedingt was mitnehmen. Okay. Dann machen wir erstmal das. Wenn du das so sehr willst, Lilly. Vielen Dank. Schon krass. Verdammt. Hier sind überall Luftabfang-Netibas. Das wird schwer werden, hier anzukommen. Okay. Und wenn wir einfach einen Umweg nehmen? Auf den anderen Routen wird es ähnlich sein. Ich gehe runter und kümmere mich drum. Wir treffen uns dann. Aber schon krass, ne? Die Städte heißen alle Aedes. Oder sind das Stadtteile? Einer großen Stadt? Könnten auch Stadtteile sein. Kümmere dich um sie. Okay. Dann machen wir jetzt ein Special-Gebiet von Lilly. Aedes Nine ist mir ans Herz gewachsen. Die waren vorher nicht hier. Sie müssen gekommen sein, als ich nicht da war. Okay. Das können wir gerade noch verbessern. So. Dann machen wir das, was wir am besten können. Menschen vernichten. Oder zumindest das, was von der ach so tollen Menschheit noch übrig geblieben ist. Mann, ist das grausam, oder? Aber ist auch schon eigenartig, wenn die Menschheit hier jetzt ernsthaft... Verdammt, die Wunde überprüfe Körperzustand. Aktueller Blutverlust beträgt 10,5 Milliliter pro Minute. Medizinische Behandlung ist ratsam. Verdammt, das ist etwa das Letzte, was ich zu sehen kriege. Also die neuen Menschen, diese Androiden, die scheinen ja auch ein Bewusstsein zu entwickeln. Ne? Das ist das, was die einem wahrscheinlich mitteilen wollen. Okay. Dann kloppen wir jetzt erst nochmal. Die Antwort der Menschen auf uns. Andererseits, jede Spezies hat ja diesen Überlebenswillen. Ne? Für mich ist Überleben genetisch bedingt. Aber was ist, wenn jede Form von Bewusstsein diesen automatisch diesen Überlebenswillen entwickelt? Ich denke mal, dass es hier lang geht. Das Spiel ist daher auch immer sehr eindeutig. Hey, da unten ist schon so ein Abwehrding. Ich glaube, die müssen wir wahrscheinlich alle... Jetzt müssen wir auf jeden Fall durchkommen. Toll. Super. Also auf schrägen Gelände ist irgendwie nur so Seemogut. Ih, da kommen Stachel raus. Was? Das Ding hat ein Verteidigungssystem. Jetzt kommen bestimmt wieder die Stachel her. Haben es in sich. Also, die Menschen haben mittels Genetik, haben sie also aus ihrer eigenen Biomasse, ich meine, es gibt ja das mit Schweinen, ne? Ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, aber wo man menschliche DNA in die Schweine-DNA eingepflanzt hat, um größere Schweine zu züchten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe so gesagt. Also hat es die Menschheit quasi geschafft, sich die Menschlichkeit und alles wegzuzüchten im Kampf gegen die Nativa im letzten. Ja. Anstatt sich irgendwie zu arrangieren und sich zu unterdrücken, weil wir sind ja offensichtlich vernichtend geschlagen worden. Also Mother Sphere hat irgendwann entschieden,
dass die Menschen, die organischen Menschen, so wie sie sind, kein Überlebensrecht mehr haben. Denke ich. Okay, haben wir noch eine Kiste. Und das ist die Frau. Man hat da nur zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt's hin. Schwierig. Ich finde das so schwierig. Rebellio. So. Da oben wuselt es noch. Gehen wir hier mal wieder raus. Okay. Und. Okay. Mich macht das irgendwie so ein bisschen traurig. Die Erkenntnis. Die haben quasi menschliche DNA mit anderen Viechern kombiniert, ne? Beziehungsweise haben wahrscheinlich alles Leben genetisch verändert im Kampf gegen die Androiden. Im letzten Aufbäumen das Blut dicker ist als, keine Ahnung, Kühlflüssigkeit. Oh. Gott. Und wir machen immer weiter. Was würde passieren? Hyperion 11, die Kommunikation ist ausgefallen. Korrespondenz kann nicht übermittelt werden. Die Netibas senden ein Störsignal. Das Wesen, das vom Sender ausgeht, wurde geortet. Okay. Also hat Mothers 4... Schluss. Wir müssen woanders lang. Okay. Also hat Mothers 4 eine Kolonie gegründet mit Androiden, hat sich zurückgezogen und will diese Kolonie, vielleicht gab es ja auch einen Unfall, dann ist die Kolonie auf die Erde gefallen oder es war kein Unfall. Vielleicht war es ja eingefädelt. Und wo die sich gedacht haben, ach, die Erde ist schön, können wir trotzdem leben. Das braucht den schon, ne? Aber ich finde das echt krass, weil ich meine, diese Androiden können überall leben, ja? Die können sich, hätten sich jeden Planeten aussuchen können. Und wenn man künstliche Menschen schafft, kann man ja auch künstliche Tiere, künstliche Pflanzen. Das ist ja dann, ich meine... Oh. Okay. Wie viele von den Abwehrtürmen gibt es eigentlich? Hat da jemand aufgepasst? Da stand da gerade, ne? Hab ich nicht gesehen. Mist. Okay. Boah, jetzt komm schon. Also. Du. Sieht aus, als hätten sich die spitzen Dinger erwischt. Alles okay? Mhm. Mir geht's gut. Dann gehen wir mal hier oben lang. Okay. Revelio. Keine Ahnung, ich hoffe, das stürzt jetzt nicht ein. Vor allem, was ich so auch so krass finde, es gab ja, als wir gelandet sind, mit Taki damals, da gab es ja auch so Riesenviecher. Warum sind... Ach, okay, da... Ja, sorry. Gerade Pause gemacht. Ja, kurz gechillt. Ja, kein Grund hier rumzustinken. Okay. Ja, nicht so empfindlich, hey. Wie lange währt dieser Krieg schon? Das muss ja dann schon ewig her sein. Andererseits, es gibt ja hier... Und das, diese Städte, die man hier sieht, sind das die Städte der Menschen oder sind das schon Städte der Androiden hier? Der künstlichen Menschen. Gehe ich hier drauf? Ja, natürlich. Uhuhu. Okay.
Also, das Wasser bekommt mir nicht so gut. Haben wir uns jetzt komplett verlaufen? Kommen wir da wieder rüber? Was sind das für Geräusche? Okay, springen wir hier rüber. Hier müsste man eigentlich hochkommen. Okay. Hier geht's weiter. Ach, das sind wahrscheinlich diese Geschütztürme, ne? Wir müssen zum... Jetzt sind wir wieder hier. Entschuldigung, kurzer Ausflug. Auch ich vermisse das. Wir hatten am Anfang ja so... Ach! Dieser... Erinnert ihr euch an den Anfang? An das... Da war ja dieser geflügelte... Dieses geflügelte schwarze Vieh, was Taki zermalmt hat. Und punkto... Taki... Herzlich willkommen. Und jetzt zeigen wir dir mal, was Androiden mit so bösen kleinen Menschen anstellen. Huh? Du warst ein sehr, sehr böser Mensch. Das nächste Mal hörst du auf, mich zu pieksen. Mann. Gott, steht das Ding immer noch da? Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich hätte so gedacht. Nimm... Dö! Ganz böser Seestern bist du. Okay. So weit, so gut. Okay. Hier ist noch einer. Was will? Achso, Lilly will hier irgendwas holen, ne? Boah. So. Okay. Jetzt die große Frage. Was genau braucht Lilly von hier? Und finden wir das jetzt so ohne weiteres? Das schien... Mich irritieren auch diese Leuchtdinger da. Diese Stadt hier mit dem, dadurch, dass sie da so hochschießen, das erinnert mich schon eher an die Anfangsszene. Und da hinten scheinen echt noch welche zu sein. Müssen wir hier jetzt ganz Aedes 9 platt machen und von Nytibas befreien? Wird es nicht einfach... Was steht da eigentlich immer? Eigentlich soll es Welcome heißen, ne? Welcome... Und was haben wir hier noch? Irgendwas noch? Okay, hier müssen wir wieder aufs Wasser aufpassen. Okay, hier ist noch. Müssen wir die alle noch? Huh. Klar. Ich erwische euch auch beide. Okay, das ist ein größeres Vieh. Hatten wir so eins schon mal? Schon, oder? Voll schön. So, kurz heilen. Oh, hör auf zu spucken. Spucki. Okay. Kommt noch so ein anderes Vieh? Auch das zeigt uns immer schön brav den, wie auch immer man das nennt, Blick unterm Rock. So. Da gibt es verschiedene Wege. Hier geht's lang. Okay, das kann sein, dass das andere der Rückweg war. So. In dem Gebiet gibt's viele. 6 insgesamt. Okay, also die brauchen wir dann wahrscheinlich auch noch da hinten, die. Vernichtet die Kokons. In Sektor 2? Wieso Sektor 2? Ja,
Welcome to Aedas 9, stand da. Okay. Da ist eine Monorail. Also irgendwie scheint das so eine Art, oder? Irgendwie scheint so eine Art Transportmittel zu sein. Wahrscheinlich hingen die unten dran oder so. Aha, hier haben wir noch ein Pferd. Scannen wäre sicherlich von Vorteil. Ja, ja. Wahrscheinlich haben wir alle höheren, mindestens. Also die Menschheit hat wahrscheinlich alle höheren Lebewesen. Genetisch verändert. Für das Blut. Für die Menschheit, für das Leben, für das Blut. Andererseits, man kann ihn... Wackelt das hier? Man kann ihn noch nicht mal nach... wie ist das? Einen Vorwurf machen, dass sie leben wollen. Ist ja wohl das Mindeste. Dass man leben darf, oder? Ein Recht auf Leben? Hat man ein Recht auf Leben? Schon, oder? Die Gegner sind gruppiert. Müsste nicht eigentlich die oberste Direktive greifen? Nicht einmischen? Warum lassen wir die Nativas nicht einfach in Ruhe? Vor allem, was genau ist hier unsere Aufgabe? Ich verstehe die Mission jetzt schon gar nicht mehr. Was ist unsere Mission, verdammt? Die Menschheit retten? Welche Menschen? Oder geht es darum, hier quasi so ein quasi Paradies zu machen? Aber das könnten wir, das muss doch nicht an der, im Sauerstoff sein, ne? Und, das haben wir, da haben wir ja auch. Okay, da haben wir ja auch so Nachrichten schon gelesen, dass irgendwer versucht, hier Terraforming zu betreiben, ne? Vielleicht haben wir das auch versucht. Dass es einfach für Menschen unwürdig ist. Weil warum brauchen wir hier Sauerstoff? Wenn wir den Sauerstoff abschalten, irgendwie, ne, indem wir alle Pflanzen genetisch verändern oder vernichten und auch den Sauerstoff rausfiltern, was wie auch immer man Terraforming betreibt, ja, gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Ansätze, dann wären wir die Nativas doch auch irgendwann los, könnte ich mir vorstellen. Sehr schwierig. Meine Güte, die Stadt ist gefallen und im Wasser versunken. Was ist nur passiert, während ich ein paar Sekunden lang ohnmächtig war? Okay. Orbit-Lift-Fahrschein. Spire 4, Orbitstation, Terminal, Abreise, Orca, Aerospace Company, Raumstation Raphael. June, das ist das Ticket zum Himmel. Ich habe hart gearbeitet, um es zu bekommen. Die kommen nicht sicher von Monstern. So hatte keine Sorgen. Denk lieber daran, dass wir uns wiedersehen werden, sobald du sicher hier ankommst. Sag mir Bescheid, wenn du unterwegs bist. Ticket zum Himmel. Okay, das ist ein Ticket mit einer persönlichen Nachricht an June. Ist das unsere June oder eine andere June? Und ist jetzt auch die Frage, wenn das alles Kopien sind, gibt es vielleicht in jedem Aedas die gleiche Anzahl an Individuen? Dass es praktisch überall eine June gibt, überall gibt es eine May. Ne? Das ist quasi alles so, praktisch so von so Stereotypen lauter Kopien. Und wir setzen uns erstmal und klären den Rest. Das nächste Mal.